So, Leute, willkommen zu dem neuen Schosch zum Sonntag. Heute wieder Sonntag, den ersten Advent sogar. Heute ist der Schoschtag. Nee. Ich hatte es. Das Schosch zum Adventssonntag. So schaut's nämlich aus. Und was habe ich heute zu sagen? Was gibt's heute an diesem wunderbaren Sonntag? Mal davon abgesehen, dass es draußen kacken beleuchtet ist und ich eigentlich hier ein bisschen andere Beleuchtung machen sollte, weil ihr seht, ich bin so ein bisschen. Ich sehe ein bisschen aus wie ein Schlumpf, so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, aber ich denke mal, es liegt an der Beleuchtung. Ich muss mal gucken. Moment, warte mal. Das ist richtig scheiße, das lassen wir mal. Gut so. Auf jeden Fall, wir lassen es jetzt doch so und erstmal kurz, was erwartet euch jetzt diese Woche? Kingdom Hearts. Bleibt so, alles gut, habe ich aufgenommen, funktioniert, muss nur hochladen. Ist also alles in Planung, alles läuft. Und ja, da ist wie gesagt alles soweit vorbereitet, da sind wir auch gut auf dem Weg. Aber ich merke jetzt, das wird ein irre langes Projekt, weil ich bin jetzt vielleicht schon bei Part 21 oder so. Und ich merke mal, wie groß dieses Projekt wird, weil ich bin noch nicht mal mit dem ersten Zirkel durch. Ich bin immer noch in der, wisst schon, in der letzten Welt von Zirkel 1. Und das dauert. Wo ich aber besonderes Augenmerk drauf legen möchte, ist höchstwahrscheinlich die Folge jetzt am Mittwoch. Müsste jetzt Mittwoch sein. Da habe ich nämlich mal ein bisschen mehr Arbeit reingesetzt. Vielleicht interessiert euch das ja mal, weil Kingdom Hearts läuft nicht so berauschend, muss ich sagen. Dafür, dass das im Grunde so super groß gehypt wurde zu Anfang und jetzt auf einmal. Ist ein bisschen low, aber ich sag mal so, ich habe trotzdem auch noch Spaß daran. Es ist ein super Projekt und ich find's geil, dass ich es machen kann endlich. Und dass mich da auch nichts dran hindert vor allem. Ich habe gedacht, mich würde man contentweise auch nur so zuscheißen mit jedem Boss und schwul. Gut, auf jeden Fall Montag auch. Und dazu haben wir gleich noch was. Nämlich morgen geht denn auch Hyper Dimension Neptunia Rebirth 2 Sister Generation los. Ja, langer Titel. Da schon mal was. Ich muss da zweimal den ersten Part rennen, weil ich das Intro mit einbauen möchte, also das Opening. Und ich habe Angst, dass da Content-Inhalte dritter ist und deswegen, oder halt das Video komplett gesperrt wird. Deswegen werde ich das Ganze zweimal rendern, das werdet ihr aber höchstwahrscheinlich gar nicht merken. Aber ich werde es einmal mit dem Opening rendern und einmal ohne dem Opening. Ich werde es natürlich mit versuchen, weil das Opening ist verdammt geil und hyped ohne Ende. Aber sollte da mir YouTube einen Strich durch die Rechnung machen, werde ich dann doch lieber das ohne nehmen, weil. Sicher ist sicher. Und ja, das ist das. Ich habe es heute aufgenommen, schon mal 3 Parts. Also genug für die Woche jetzt. Und es wird auch wieder ein Projekt, was nur Montag, Mittwoch und Freitag kommt. Und dann immer um 15 Uhr und dann jeweils 30 Minuten. Weil ich finde, so ein RPG, da braucht man ein bisschen mehr Zeit, damit das auch überhaupt was passiert. Weil es gibt Cutscenes, die sind an sich schon ein paar Minuten lang. Und dann passiert einfach nichts und es ist einfach nichts, dann hast du nicht viel vom Tag. Deswegen halt die Fresse, Handy, ich bin beschäftigt, nur mal so. Aber dazu noch. Nämlich, jetzt ist der erste Advent, die Weihnachtszeit geht jetzt somit auch mal los. Ich werde jetzt eine Menge Scheiße am Stecken haben, was Arbeit angeht, weil, ja, Adventszeit, die Leute werden jetzt ab sofort anfangen durchzudrehen und ab morgen gibt es ja nichts mehr zu essen, wir werden alle verhungern. Gut, nämlich deswegen, bezüglich auch Hyper Dimension Neptunia 2, Folgendes, ich habe zum Release des Spiels, habe ich es gleich zweimal bekommen. Genau wie den dritten Teil. Ihr wisst schon. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich habe ja beide nochmal in meinem Steam-Inventar und ich möchte die beiden, weil es halt auch Adventszeit ist, jetzt mal verlosen. Möchte ich eigentlich Gewinnspiele machen, so für die Adventszeit, weil ich möchte wenigstens etwas machen können, was euch mal irgendwo gut tun könnte. Deswegen jetzt habe ich mir das aber so gedacht, ich möchte nicht so einer derjenigen sein, der so einfach so liked, favorisiert, schreibt Kommentare, abonnieren, deabonnieren, favorisieren, demontieren, ihr wisst schon, sowas mag ich absolut nicht und sowas ist auch uncool, deswegen na, uncool jetzt ist ein scheißes Wort, aber ich möchte eigentlich, dass wenigstens ein bisschen mehr dahinter steckt. Auch ein bisschen mehr Gedanke. Deswegen habe ich mir jetzt eine andere Option ausgesucht, nämlich mehr eine Art Fanart-Contest. Bezüglich ich und Nepnep. Kombination, so Cross-Art und so. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das so. Das beste Fanart. Bis zum nächsten Sonntag ist Zeit, also
Ich schreibe das alles hoffentlich nochmal ausführlich in die Beschreibung, nur damit ihr da nicht durcheinander kommt. Und wenn ihr mir das denn zukommen lassen wollt, bitte nur entweder bei Twitter oder Facebook, weil andere Seiten, da bin ich immer ein bisschen skeptisch. DeviantArt geht auch noch, also wenn ihr es irgendwie auf DeviantArt hochladen wollt und mir den Link schickt, das könnt ihr auch machen. Das geht dann auch. Und was ihr halt nur braucht, ist Steam. Wenn ihr einfach so mitmachen wollt, dann ist auch gut, nur dann müsste man sich halt überlegen, wer dann die beiden Spiele bekommt. Weil ich möchte halt Rebirth 2 und 3 halt für den Gewinner verlosen. Jetzt von heute, Start jetzt, wo ihr das hier seht, dürft ihr von mir aus anfangen. Und dann bis nächste Woche Sonntag, da wird dann der Gewinner bekannt gegeben. Den werde ich dann auch kontaktieren dementsprechend. Also ich muss da auch ein bisschen alles ein bisschen am Auge behalten. Und ja, ich denke mal, das ist so die bessere Alternative, anstatt einfach zu sagen, so hier schreibt einen Kommentar oder like das Video. Da hat YouTube was von, aber ich nicht. Das klingt jetzt auch scheiße, ich weiß, aber ich möchte, dass da ein bisschen mehr Gedanke hinter ist und nicht so einfach nur drück einen Knopf und mach was. Sag mir, warum du das willst und dann schreiben alle, weil ich Hamburger essen will oder Pudding oder... Ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Mit Fanarts ist so, da haben vielleicht alle noch ein bisschen was von und auch zu gucken, lassen sich inspirieren, sowas. Hat auch ein bisschen mehr Aspekte, als einfach nur einen dummen Kommentar, na, dummen Kommentar zu schreiben. Aber viele schreiben dann wirklich einfach nur so, Pudding essen, ne. Boah, excuse. Ja, aber die ganze Zeit den Bildschirm noch neben dran, weil ich weiß nicht warum. Mir ist mal danach, dass ich das heute mal so mache, dass ich so... Ihr wisst schon, ne? Ja, auf jeden Fall, ich schreibe das alles nochmal genau in die Beschreibung, wie das zustatten laufen kann. Und wie gesagt, ihr solltet Steam haben, weil sonst kann ich es euch nicht schicken. Macht Sinn, nicht? Und denn am nächsten Sonntag habe ich eigentlich auch noch was anderes geplant, was ein Gewinnspiel angeht. Aber das wird dann ein bisschen länger gehen und ist auch schätzungsweise auf demselben Konzept aufgebaut. Aber mittlerweile, in dieser Woche möchte ich, dass es, wenn denn eher so Cross-Art zwischen mir und Nap-Nap ist. Also, ihr wisst schon. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will in dem Punkt, weil Nap-Nap, ne? Fan-Art, Nap-Nap, von mir aus... Malt Nap-Nap so solche Haare wie ich, was weiß ich denn? Ich weiß doch auch nicht, ich bin kein Künstler. Ich bin nur ein Typ, der im Internet sein Maul aufmacht und dafür Lorbeeren kriegt, dafür, dass das Maul aufmacht. Gut, das war's aber schon wieder für den Sonntag. Mehr habe ich heute nicht zu sagen für euch. Wir haben mal was Neues, wenn ich mal ein bisschen, wenn ich mal nicht eskalieren würde, was Gesprächsstoff angeht. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Ja. Bis zum nächsten Mal, ja, Leute.